Ich habe mir eine Stelle ausgesucht, die, obwohl theoretisch, dann doch einige Rückbindung an konkrete politische Prozesse hat, und dementsprechend werde ich über Lateinamerika lesen, um hoffentlich meinen theoretischen Ansatz ein bisschen plastischer zu machen. Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts ist, da es bislang kein theoretisches Konzept gibt, nicht einmal ein Papiertiger. Es lassen sich nur wenig Transformationen ausmachen, die über den Kapitalismus bzw. die staatszentrierte Entwicklungspolitik des 20. Jahrhunderts hinausweisen. Die ecuadorianische Bürgerrevolution, in Anführungszeichen, trägt Züge eines bürgerlich-nationalen Modernisierungsprojekts. In Venezuela und Bolivien kann man von einer sozialen Demokratie unter antiimperialistisch-revolutionären, aber auch caudillistischen Vorzeichen sprechen, caudillistisch von caudillo. Im Großen und Ganzen verbleibt diese soziale Demokratie jedoch innerhalb kapitalistischer und staatszentrierter Entwicklungsmuster. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse der nicht-neoliberalen Politik in den Andenstaaten beachtlich. Andenstaaten, konkret wird über Venezuela, Bolivien, Ecuador gesprochen. Vor allem, wenn man sie nicht aus Regierungsperspektive liest. Die politischen Brüche in den drei Ländern waren das Ergebnis von außer- und anti-institutionellen Widerstandsformen, die sich heterogen und überraschend formiert haben. Die argentinische Bewegungsforscherin Maristela Swampa hat in diesem Zusammenhang von vier politischen Subjektivitäten gesprochen, die sich in Lateinamerika widersprüchlich, konfliktiv, aber eben auch produktiv überlagerten. Eine indigene, eine nationalpopulistische, die klassisch linke und eine autonome Strömung. Zum politischen Bruch kam es in den Andenstaaten, weil exkludierte Mehrheiten, die im Mainstream-Diskurs nur diffus als Barrios oder Indios vorkamen, gesellschaftliche Teilhabe einforderten. Zu ihrem Erfolg trug dabei maßgeblich die Tatsache bei, und das steht im klaren Widerspruch zu den vorherrschenden Zivilgesellschaftsdiskursen, dass die popularen Widerstandsbewegungen gewalttätig auftraten. Die Proteste gegen die Privatisierung von Wasser und Gas 1999 und 2003, beziehungsweise 2000 und 2003 in Bolivien, oder gegen das Sparprogramm 1989 und die Absetzung von Präsident Chavez 2002 in Venezuela, waren weder friedlich noch legal und wirkten genau deshalb demokratisierend. In ihrer Radikalität brachten sie nämlich die Kluft zwischen politischer Repräsentation und gesellschaftlichen Wünschen zum Ausdruck. Während die Proteste in geordneten, in Anführungszeichen rechtsstaatlichen Bahnen verlaufen, hätten die Repressionsapparate durchlässiger reagiert und das hegemoniale Gefüge wäre unangetastet geblieben. Die Konfrontation zwischen Widerstandsbewegung und Staatsmacht brachte hingegen die Unrepräsentierbarkeit der sozialen Anliegen zum Ausdruck und öffnete dadurch einer demokratischen Aneignung von unten das Feld. Dies war wiederum nur möglich, weil der Widerstand, und hier werden nun wiederum linke Revolutionsvorstellungen widerlegt, sich zwar gewalttätig artikulierte, aber weder militärische Logiken noch klare Führungsstrukturen entwickelte. Hätte es sich um strukturierte revolutionäre Bewegungen gehandelt, hätte die Staatsmacht, so wie in Peru und Kolumbien in den vergangenen Jahren, aus der ordnenden Konfliktsituation neue Legitimität schöpfen können. Die nicht kriegerische, diffuse, demokratische Militanz wurde in Venezuela, Bolivien und Ecuador zur Quelle einer konstituierenden Macht, die die Neugründung des Staates nach sich zog. Irritierend ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Gewaltausbrüche politisch waren, obwohl ihre Akteure es, zum Beispiel während des Caracaso, dieser Hungerrevolten 1989 in Venezuela, offenkundig nicht waren. Der antineoliberale Aufbruch in den lateinamerikanischen Ländern ist in der Regel von unsichtbaren Bewegungen und Organisationsformen getragen worden. Es waren eben nicht die Linksparteien oder Gewerkschaftsverbände, sondern, wie man mit den französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari sagen könnte, rhizomatische Strukturen, die die politischen Verhältnisse auf den Kopf stellten. Rhizomatisch, also Rhizom, ist ein Netzwerkbegriff, auf den ich gleich noch ein bisschen eingehe. Exemplarisch nachvollziehen lässt sich das an den Massenprotesten gegen den Anti-Chavez-Putsch 2002 in Venezuela oder am Widerstand gegen die Erdgasprivatisierung in Bolivien. Hier handelt es sich um Bewegungen ohne greifbares Subjekt. Die Linksparteien, aber auch die sozialen Bewegungen besaßen 2002 in Venezuela kaum organisierte Strukturen und spielten in den Putschtagen dementsprechend eine Nebenrolle. Der kollektive Wunsch, die Rückkehr des alten politischen Systems zu verhindern, formierte sich eher in den kapillaren Bahnen der Gesellschaft. Kulturell konstituierte Nachbarschaftswerke oder Stadtteilradios sorgten dafür, dass sich Zehntausende trotz der Repression der putschistischen Stadtpolizei in der Innenstadt versammelten und schließlich die Rhetorik der Putschbefürworter zum Kollabieren brachten. Hier war kein eindeutiger Akteur zu erkennen, außer dem diffusen, letztlich metaphorischen Volk, in Anführungszeichen.
Eine ähnliche Entwicklung hat, wie erwähnt, Raúl Cibeci für Bolivien ausgemacht. Das habe ich jetzt natürlich nicht erwähnt. Das steht da nur. Das Konzept des Rhizoms geht über anarchistische und spontanistische Selbstorganisierungsvorstellungen hinaus. Nach Deleuze Guattari zeichnet er sich dadurch aus, dass sich in ihm unterschiedliche und auf völlig verschiedenen Ebenen angesiedelte Erfahrungen und Subjektivitäten miteinander verbinden. Auch religiöse Praxen oder leninistische Kaderarbeit können Teil hiervon sein, wie man an den Organisationsformen der Stadtteile von Caracas nachzeichnen kann. In den frühen 2000er Jahren waren Kulturinitiativen in vielen Stadtteilen die einzigen erkennbaren Organisationsformen der Armenviertel. Diese Kulturinitiativen konzentrierten sich auf die Vorbereitung religiöser Feier, wie zum Beispiel der San Juan-Prozession, die von den Gruppen als Ausdruck afro-venezolanischer Identität und somit auch als antikoloniale Widerstandsakte interpretiert wurde. In der Feier, in der die katholische Oberfläche durch afroamerikanische Riten unterlaufen wird, formierte sich das Barrio als sozialer Akteur. Solche Stadtteilidentitäten waren im April 2002 entscheidend an der Niederschlagung des Putsches gegen Chavez beteiligt. Die Verknüpfung von sozialen, kulturellen, religiösen, musikalischen und politischen Artikulationsebenen besaß aber auch politische Komponenten im engeren Sinne. Ehemalige politische Kader, die in den 80er Jahren in Caracas klassische Agitationsarbeit in den Armenvierteln begonnen hatten, beim Aufbau ihrer Partei- oder Stadtteilgruppen, Stadt-Guerilla-Gruppen, gescheitert waren und sich schließlich von ihren Organisationen entfernt hatten, spielten in vielen Stadtteilinitiativen eine zentrale Rolle. Das Scheitern der Politik fand vermittelt über mehrere Ebenen also einen politischen Ausfluss, allerdings in ganz anderer Gestalt als ursprünglich beabsichtigt. Man könnte in diesem Sinne behaupten, dass die Verknüpfung differenter Handlungsimpulse und Subjektivitäten einen kollektiven politischen Akteur hervorbrachte, in Anführungszeichen das Volk oder die Barrios, der dem neoliberalen Wirtschaftsmodell und dem politischen Establishment schließlich eine schwere Niederlage zufügte. Es ist also nicht unbedingt Chavez oder Morales, die diese Prozesse tragen als Präsidenten, sondern eben diese unsichtbaren, sich rhizomatisch konstituierenden Subjekte. Dieser neue Akteur war allerdings flüchtig und ist in keinem Moment strukturell greifbar geworden. In Venezuela beispielsweise sind die sozialen Bewegungen eher schwächer als in Kolumbien, wo bekanntlich seit 30 Jahren ein schmutziger Krieg gegen die Protestbewegung geführt wird. Im Widerspruch zur anarchistischen oder rätekommunistischen, zur rätekommunistischen Orthodoxie steht auch das Verhältnis dieser Netzwerke zum Staat. Für die sich nur flüchtig artikulierenden Protestbewegungen ist der Staat gleichzeitig Gegner und Verbündeter. Zum einen wird er als Problem, nämlich als korrumpierte Herrschaftseinrichtung wahrgenommen. Zum anderen ist er der natürliche Adressat der Umverteilungs- und Versorgungsforderungen. Der venezolanische Staat war also gleichzeitig Widersacher, Ansprechpartner und Handlungsterrain. Dieser Sachverhalt lässt sich am ehesten in den Begrifflichkeiten von Nikos Poulantzas verstehen, der den Staat als materielle und spezifische Verdichtung von Kräfteverhältnissen und als Kampffeld eben dieser Kräfte interpretiert hat. Wir haben es also mit einer unübersichtlichen Situation zu tun. Die linksregierten Staaten Lateinamerikas bleiben vertikale Herrschaftseinrichtungen, die Emanzipationsprozesse blockieren. Gleichzeitig sind die neuen Regierungen aber Ausdruck der allgemeinen Ablehnung bürgerlicher Repräsentation und neoliberaler Wirtschaftspolitik. Das Handeln dieser Regierung und ihr alternativer Charakter haben phasenweise Organisierungsprozesse von unten ermuntert. Staatlichkeit stellt sich in diesem Zusammenhang viel widersprüchlicher dar als bei Holloway. Also John Holloway, der davon spricht, die Welt zu verändern, ohne die Regierungsmacht erobern zu wollen und eine antistaatliche, gegen die Macht gerichtete Strategie vorschlägt. Ich will das jetzt nicht noch lesen, aber eine These, die ich eigentlich noch vorhatte zu lesen, war, das kann man aber auch zusammenfassen, es gibt ein argentinisches Kollektiv, die zu dem Aufstand in Argentinien gearbeitet haben. 2001 ist es ja bekanntlich in Argentinien zu Revolten gekommen, die zum Zusammenbruch des politischen Systems geführt haben. Da formierte sich eben das Kollektivo Situaciones. Und eine ihrer Thesen war, dass die sozialen Prozesse oder die politischen Prozesse in jenen lateinamerikanischen Ländern am stärksten vorangekommen sind, wo die Linke am wenigsten aufs Regieren vorbereitet war. Also am wenigsten sich in diese Repräsentationsrolle eingefunden hatte. In Brasilien hatte die PT 20, 25 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, politikfähig zu werden und hat sich dabei völlig assimiliert an den Staatsapparat oder an die Regierungsperspektive. In Venezuela und Bolivien hat es keine Zeit für so einen Assimilationsprozess gegeben. Da sind sozusagen die oppositionellen Bewegungen schlagartig in die Regierung getragen worden. Und genau das erklären die Autoren von Colectivo Situaciones,
macht die Dynamik, den Impuls der Veränderung in Venezuela und Bolivien aus. Also gerade die Improvisation, gerade dass es keine Politik oder keine Regierungsfähigkeit gibt. Das ist, glaube ich, eine interessante These, die man also auch gerade im Zusammenhang mit der Linkspartei auch stellen könnte, inwiefern es für eine Linke darum geht, Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank.